Herzlich willkommen zu Dive TV und bei mir heute Thomas Christ, der Marketing Manager von Atomic Aquatics. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Tommy. Da hängt schon ein schöner Anzug. Was ist das für einer? Das ist unser Sportmodell, das Arbeitstier in unserer Range. Mhm. Arbeitstier aus dem Grund, es gibt unterschiedliche Neoprensorten. Manche sind extrem flexibel. Das ist normales Neopren, also schon flexibel, aber nicht so hochflexibel, hat aber dafür den Vorteil, dass es einfach mehr ab kann im Tauchbetrieb. Das ist aber ein Nassanzug. Das ist ein Nassanzug, ja. Oder trocken. Oder ein Halbtrocken. Was ist Halbtrocken? Ja. Es ist im Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Anzugarten. Mhm. Einmal Trockentauchanzug, ja. Wie der Name schon sagt, da kommt halt kein Wasser rein, und Nasstauchanzüge. Und dann gab es wohl irgendwann mal jemand, der sagte, Mensch, wir machen zusätzliche Manschetten hier unten und an den Armen dran. Und dann nennen wir das Ganze, weil es natürlich schöner klingt, Halbtrockentauchanzug als Nasstauchanzug mit zusätzlich dichtenden Manschetten. Und man so aber ist dann, nicht sieht. Hier sieht man sie nicht, obwohl wir sie dran haben. Ich nehme ihn gerade mal runter. Mach ihn mal auf. Wir haben Manschetten, die sogenannten Flip Seals. Mhm. Flip, warum? Werdet ihr gleich sehen. Und zwar ist das ein innenliegender Manschettenring. Ah, okay, du fühlst hier glattes Neopren. Ja. Und jedes Mal, wenn man in den Anzug reinsteigt, hast du automatisch das glatte Neopren hier in diesem Bereich oder hier im Oberschenkelbereich dichtend. Das hat den großen Vorteil, du kannst nicht vergessen, die Manschette umzuklappen, weil nur glattes Neopren dichtet wirklich auf der Haut. Mhm. Wenn das so kaschiert ist, läuft trotzdem Wasser durch. Und den Riesenvorteil, du kannst auch mal schnell und hektisch in den Anzug rein oder rausgehen, ohne dass du Angst haben musst, dass eine Manschette reißt. Deswegen können wir zusätzlich gerade an den Armen an Reißverschlüssen verzichten, was wieder mehr Materialaufwand wäre. Und ein Reißverschluss da kann natürlich auch ein Reißverschluss kaputt gehen. Und grundsätzlich, was bringt mir das, diese Manschette? Ja, ein Nasstauchanzug wärmt nicht nur durch das Neopren an sich, sondern auch durch den dünnen Wasserfilm, der zwischen Haut und Anzug aufgeheizt wird. Ja. Umso besser also so ein Anzug sitzt, umso weniger Wasserdurchfluss hast du. Das heißt, der Körper muss nicht immer wieder, wenn du irgendeine Bewegung machst und das kalte Wasser in den Anzug reinkommt, das wieder aufheizen. So bleibst du einfach länger warm. Mhm. Du hast jetzt hier die blaue Farbe mitgebracht, dann gibt es noch in anderen Farben, oder? Weil für Frauen... Also meine Frau wird jetzt den nicht so toll finden, glaube ich. Ja, es ist erstaunlich, wobei viele Frauen ja immer noch blauen Lidschatten nehmen und das toll finden. Gibt es den natürlich in den verschiedenen Darmgrößen, die wir haben, auch in Blau und Pink. Da hast du Bilder mitgebracht. Ja. Die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Hier sehen wir zum Beispiel eine Option, das ist die 3 mm Sportweste. Mit Kopfhaube, die kann man unten drunter ziehen, die ist also sehr dünn und wärmt natürlich dadurch extrem gerade nochmal im Oberkörperbereich. Mhm. Dann haben wir den Anzug in Blau. So wie wir ihn ja auch hier live dabei haben. Jetzt hier in einen der 13 verschiedenen Damengrößen in Pink. Und für Taucher oder Taucherinnen, die am allerliebsten eine Kopfhaube schon direkt am Anzug dran haben möchten und nicht extra anziehen, gibt es natürlich auch den Sport in den verschiedenen Stärken mit angesetzter Kopfhaube. Aber auch in Pink, wenn ich möchte? Auch in Pink. Okay. Und das ist jetzt die Weste, die man optional dazu kaufen kann, wenn man halt nicht nur den Anzug haben möchte, sondern auch noch eine wärmende Weste mit Kopfhaube. Wunderbar. Größen hast du gesagt, für Herren gibt es wie viele? 15. 15 Stück? 15, also da bekommen wir eigentlich jeden rein. Schon, ne? Ja, von klein bis ganz groß und kräftig. Wenngleich, aber Neopren gibt doch nach, die wachsen doch mit mir, oder? Nicht? Ja, die meisten Taucher haben wirklich das Problem, dass sie aus den Anzügen rauswachsen. Dann kann man sich immer die Frage stellen, liegt es an einem selbst oder am Neopren, weil es angeblich schrumpfen sollte. Meistens ist es dann doch, dass man ein bisschen zu viel gegessen hat. Und den habt ihr in welchen Stärken? Den haben wir in 3, in 5 und 7 mm. So dass sich also jeder aussuchen kann, in welchem Tauchrevier er unterwegs ist. Umso wärmer und umso weniger man friert, natürlich dann eher den 3 oder 5 mm, wie zum Beispiel fürs Rote Meer, und 5 und 7 mm fürs Mittelmeer oder hier für heimische Gewässer. Ja, oder für
die Donau zum Beispiel. Ja, wer da reingehen mag, gerne, ja. Aber der sollte dann auf jeden Fall schon mal einen 7 mm Anzug nehmen und wenn er nur schwimmen geht. Alles klar. Thomas, sage ich vielen Dank, dass du uns das Produkt vorgestellt hast und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.